Hallo liebe Naturfreunde, wir haben heute unsere gelben Himbeeren geerntet und da stellen wir einen frischen Saft her. Dazu ist übrigens kein Entsafter nötig, wir machen den Saft einfach im Kochtopf. Dieser Topf sollte dann etwa zu 3/4 mit Früchten gefüllt sein und dazu gießen wir dann ein Glas Wasser. In unserem Fall sind das ungefähr 200 ml auf 1 kg Früchte. Das Wasser ist vor allem dazu nötig, dass die Früchte am Topfboden nicht anbrennen. Dann erhitzen wir das Ganze, das heißt wir bringen Früchte und Wasser zum Kochen. Das Ganze dauert etwa 2 Minuten und damit die Früchte noch schneller Saft abgeben, helfen wir noch ein wenig mit dem Kartoffelstampfer nach. Sobald die Masse dann anfängt zu sprudeln, schalten wir die Herdplatte gleich wieder aus und setzen den Topfdeckel darauf. Dann lassen wir das Ganze einige Stunden lang ziehen, bis es vollständig abgekühlt ist. Die Früchte haben jetzt den Saft vollständig abgegeben und jetzt können wir den Saft filtern. Dazu brauchen wir dann einen zweiten Topf und ein großes Sieb und wir gießen den Inhalt des ersten Topfes einfach durch das Sieb und lassen den Saft nach unten abfließen. Die Rückstände drücken wir dann nur noch gründlich aus, wohlgemerkt passieren wir hier nicht, denn wir wollen ja das Fruchtfleisch nicht im Saft haben. Das Entsaften der Himbeeren geht außerdem sehr leicht und einfach, wir müssen hier keinerlei Kraft aufwenden und wir sind aktuell bei einer Verarbeitungszeit von etwa 5 Minuten. Der fertige Saft kann dann auf vielfältige Weise weiterverarbeitet werden. Ihr könnt ihn einfach so trinken oder eine Schorle zubereiten oder auch in den Tee geben oder Gelee einkochen oder auch Sirup. Wir benötigen unseren Himbeersaft für ein späteres Rezept, daher kochen wir ihn einstweilen noch ein in eine Flasche, die wir vorher mit kochendem Wasser ausgespült haben. Zucker haben wir ebenfalls nicht zugesetzt, so können wir den Saft problemlos in andere Rezepte einfügen. Und das war's für heute, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.